Hallo zusammen. Heute gibt es etwas ganz Besonderes. Eine Belgrader Mandeltorte mit Marzipan und mit einem bitterorangen Likör. Die Eier werden getrennt, Eigelbe und Eiweiße getrennt. Ich habe es abgewogen. Im Rezept ist das Gewicht angegeben, nicht die Stückzahl, weil es gibt ja große und kleine Eier. Aber bei M-Eier geht es auf die 8 Stück hinaus. Der Zucker wird für Eigelb und Eiweiß extra abgewogen und dann auch das Marzipan. Es wird mit Wasser verdünnt, streichfähig gemacht. Man kann dazu auch natürlich einen frisch gepressten Orangensaft nehmen. Ich hatte keinen zu Hause und deswegen habe ich Marzipan und Wasser gemischt. Mit Orangensaft, frisch gepresst aus der Flasche. Das wollte ich nicht unbedingt nehmen, weil das schmeckt dann doch nicht so, wie sein könnte. Ja, Marzipan klein drücken, Eigelb und Zucker. Und natürlich auch Zitronenzucker werden schaumig gerührt. Das ist eine sehr weiche Masse. Das heißt, es muss sehr lange gerührt werden, bis sie weiß schaumig ist. Einen festen Stand bekommt das Ganze nicht. Aber das ist ja auch nicht vorgesehen. Gut rühren, so jetzt wie sie weiß schaumig und glatt. Und dann das Eiweiß. Zum Eiweiß schlagen natürlich immer eine Prise Salz. Das gehört automatisch dazu, auch wenn ich das vielleicht das ein oder andere Mal vergesse zu erwähnen. Aber Eiweiß schlagen und eine Prise Salz, das ist Standard. Das sollte so sein. Es ist nicht viel Zucker, was da reinkommt. Und deswegen nur auf zweimal, klein wenig zum Anschlagen und dann den Rest zum Fertigschlagen. Und da es ja auch nicht viel Zucker ist, wird das Eiweiß auch etwas flockig und ganz leicht. Ja, und da kommt jetzt etwas unter die weiche Marzipan-Eigelbmasse und dann alles zurück und das Eiweiß. So lässt sich das am besten untereinander geben, das heißt melieren und natürlich nicht so fest und so grob, wie ich das hier jetzt mache. Und auch das Mehl, das ist die dreifache Geschwindigkeit und so schaut es normal aus. Liebevoll die Masse behandeln und vorsichtig und langsam darunter heben, melieren. So ist es richtig und jetzt geht es dann wieder schneller. Nein, ich bin schon fertig. Und in die vorbereitete Form einfüllen. Die Masse ist nicht zusammengefallen, weil sie ja vorsichtig behandelt wurde. Glatt streichen und dann ab in den Ofen. Der Ofen ist auf 180 Grad Umluft vorgeheizt. Und ich habe jetzt hier eine 24er Springform und daher ist der Boden etwas höher und der braucht dann entsprechend auch länger zum Backen. Bei einem 26er oder 28er Ring ist dann schneller gebacken. So, und jetzt die Kuvertüre für die Ganache vorbereiten. Mit dem Brotsägemesser vorschneiden, ich habe nicht so viel Kuvertüre zur Hand und deswegen kommt etwas Schokolade dazu. Das macht überhaupt nichts aus. Und der kalte Boden wird mit einem glatten Messer aus der Form geschnitten. Kein Wellenschliffmesser, das würde die Form verletzen. Und das muss ja auch nicht sein. Blech und Papier entfernen und dann vollends auskühlen lassen. Und für die Ganache wird jetzt Sahne aufgekocht und kommt dann in die klein gehackte Kuvertüre
Da ist ja Vollmilch und Zartbitter gemischt, so wie es im Rezept angegeben ist. Deckel drauf und auflösen lassen. Und dann den Grand Marnier, Orangensaft, kann auch genommen werden. Abfüllen, abbiegen. Ich nehme da am liebsten die kleine handliche Flasche. Dann kann ich die Tränke am besten verteilen. So, und die Kuvertüre ist aufgelöst. Glatt rühren und dann abwarten, bis sie ausgekühlt ist. Und inzwischen kann ich den Boden oben begradigen. Er ist in der Mitte etwas eingefallen und ich brauche eine glatte Oberfläche. In der Zwischenzeit oder zwischendurch wird die Ganache glatt gerührt und aufgerührt. Und wenn sie noch zu weich ist, wieder etwas kühl stellen und natürlich auch vom Rand wieder lösen. Da zieht die Schokolade die Kuvertüre am schnellsten an und dann immer wieder durchrühren, damit sie auch nicht fest wird. Sie soll ja homogen, gleichmäßig, cremig werden. Und das dauert etwas und jetzt ist es fast soweit. Etwas schlagen noch, jawohl, genau so ist richtig. Und jetzt können wir damit die Torte am Rand einstreichen. Immer erst zuerst den Rand, wenn auf einen Tortenboden viel Flüssigkeit kommt, also viel Tränke kommt, immer erst am Rand einstreichen, weil es könnte sonst sein, dass der Tortenboden schwammig wird und sich dann nicht einstreichen lässt. Und wie ihr seht, geht das wunderbar mit der kleinen Flasche. Die ganze 100 Gramm auf dem Tortenboden verteilen und dann mit der restlichen Ganache Pariser Creme einstreichen, glatt streichen und möglichst wenig naschen, weil es ist nicht zu viel Creme nach dem Rezept. Es könnte etwas mehr sein, dann könnt ihr auch etwas naschen. Aber wie gesagt, glatt streichen und kalt stellen. Und in der Zwischenzeit dann habe ich eine Kuchenglasur vorbereitet. Die habe ich Kuchenglasur und eine Vollmilchkuvertüre gemischt, 1:1, und dann im Wasserbad aufgelöst. Kommt jetzt über die kalte Torte. Die Creme außen ist fest. Darüber einfach streichen und läuft dann ab. Und da, wo es noch nichts ist, ausbessern und dann gut abklopfen, damit es am Rand auch richtig schön runterläuft. Und das Sägemesser habe ich schon drin lassen, damit ich es auch wieder gut ausheben kann auf die Tortenplatte. Ja, und dann wird sie eingeteilt. Ich war jetzt wieder mal zu schnell. Da sollte man zumindest warten, bis die Glasur oben fest angezogen hat und dann erst einteilen. Am besten mit einem warmen Messer. Nicht hier so, wie ich das jetzt mache. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich habe so einfach schnell, schnell, schnell. Und das ist einfach nicht gut. Man muss Zeit mitbringen. Naja, ist nicht schön, aber jetzt wird sie ausgarniert. Die Röllchen oder irgendetwas anderes, das bleibt euch überlassen. Leicht in der Glasur, in der weichen eintauchen und dann aufkleben. Ihr könnt zum Ausgarnieren verwenden, was ihr habt. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und zum Anschneiden heißes Messer, das heißt warmes Messer, heißes Wasser. Das Messer ins heiße Wasser rein, abklopfen und dann schneiden. So wird es in jeder guten Konditorei gemacht. Achtet darauf, da könnt ihr
auch sehen, ob das da wirklich auch eine Fachverkäuferin euch das Stückchen Kuchen abschneidet. Und was ganz wichtig ist, das Wasser muss immer sauber sein. Ja, das war's. Gutes Gelingen, viel Spaß beim Nachbacken und denkt dran, die Torte muss mindestens einen Tag durchziehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.